Guten Morgen, Trader. Wir haben Freitag, den letzten Handelstag der Woche. Und da wird es natürlich wieder Zeit für einen Blick in die Märkte. Die große Rundumschau über die Indizes steht an. Wir blicken auf die Handelswoche zurück, was an wichtigen Nachrichten gekommen ist. Wir schauen auf das Währungspaar Euro-US-Dollar. Wir blicken im Euro-Neuseeland-Dollar auf aktuelle Situationen. Gleiches dann natürlich auch im Euro-Hongkong-Dollar. Wir schauen in den DAX. Die US-Märkte blicken wir natürlich auch mal genauer an, obwohl da in den letzten beiden Handelstagen nicht wirklich was gegangen ist, denn in den USA ist aktuell Freizeit. Das heißt an dieser Stelle, die haben Thanksgiving und da ist gestern geschlossen gewesen und heute ist nur verkürzter Handel. Das heißt, das Handelsvolumen ist deutlich geringer. Da wird es nächste Woche erst wieder voller in den Handelsräumen. Von der Seite her müssen wir das Ganze hier ein klein wenig mit im Blick haben. Übrigens, wer Fragen hat hier, bitte direkt auch live hinein in die Chats auf Facebook oder auch auf Go Webinar und dann gehe ich sehr, sehr gerne auch auf die ein oder andere Frage hier direkt mit ein. Und das habe ich ganz vergessen zu sagen, was wir heute auch noch machen ist eine große Ausweitung oder ein bisschen Ausweitung in Richtung zwei Dinge. Nummer eins, ich würde ganz gerne mal eine schöne Chartsituation besprechen. Bitte jetzt nicht vom Stuhl fallen, es geht um den Chart vom US-Dollar polnischen Zloty. Eine schöne Handelsgelegenheit. Ich weiß, da kommt immer so ein bisschen das Thema Spread auf, aber das ist interessant, was hier passiert und da könnte sehr, sehr viel noch kommen. Und dann würde ich ganz gerne mal noch auf den Euro-US-Dollar schauen, neben der heutigen Handelsidee einfach mal einen kleinen Ansatz liefern, wie das Ganze auch im großen Bild sehr erfolgreich und gerade für nebenberufliche Händler getradet werden können. Also das Ganze gleich nach den Handelsideen und auch an dieser Stelle danke für die guten Morgengrüße. Ich freue mich immer sehr drüber, hier aktiv auch mit dabei zu sein. Bevor wir mit dem Webinar loslegen, selbsttretend, der Risikohinweis, den bitte ich auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es mittlerweile, der Handel mit CFDs und Devisen auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Gucken wir auf die aktuellen Nachrichten für den heutigen Tag. Ich hatte es ja schon gesagt, in den USA, da kommt heute nicht wirklich was. Aus Deutschland haben wir um 8 Uhr etwas enttäuschende Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen für den Monat Oktober gesehen. Hier haben wir es einen Rückgang von 1,9. Aber wir haben Weihnachten. Wir haben bei uns auch in Deutschland den Black Friday. Ich denke mal, da wird schon einiges kommen, was wir hier an positiven Nachrichten noch mit sehen werden in Zukunft. 9.55 Uhr gibt es dann das Thema Arbeitslosenquote hier in Deutschland. 11 Uhr dann den EU-Verbraucherpreisindex und die Arbeitslosenquote. Und am Abend dann um 18.30 Uhr spricht der EZB-Vizepräsident einmal wieder zu uns. Da hören die Teilnehmer häufig genau hin, wobei das ist auch eine Zeit, ich denke mal, da wird nicht mehr viel an Marktbewegung kommen. Und aus den USA bekommen wir heute, trotz dass wir die Zeit um das Erntedankfest haben, die CFTC-Reports, also die COT-Daten, das Ganze wie immer dann am Abend, aber schon eine Stunde früher hier um 20.30 Uhr. Das ist ja auch ein Thema, das hat der Martin Gösch mit euch oder Ihnen in meiner Urlaubsvertretung auch mit angesprochen und ich habe mit ihm auch abgemacht, wenn es da mal hier oder da ein interessantes Setup gibt im COT-Bereich, dann schalte ich ihn freitags einfach mal mit rein, dass wir das hier an dieser Stelle mit besprechen können. Das die Tagesnachrichten für die aktuelle Woche. Und dann gucken wir jetzt kurz noch auf ein paar Termine dieser Woche mit zurück. Das hatte ich ja gestern schon mal ein bisschen anklingen lassen. Relativ gute Nachrichten gab es vom IFO-Institut. Die Erwartungen sozusagen, die sind ein bisschen besser geworden. Das ist natürlich eine gute Geschichte. Dann hat am Dienstag auch Powell besprochen, das Ganze, was die Zentralbank in den USA dort macht, ist gut genug, um die Märkte weiter oben zu halten. Der Markt wird mit ordentlich Geld versorgt. Da kann man so ein bisschen munkeln, wird da nicht der Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump gegeben? Das muss man sehen, was da an dieser Stelle kommt. Aber wir wissen es, gutes Geld für die Märkte ist egal, wo es herkommt. Wenn Geld da ist, wird gekauft, dann läuft das Ganze weiter nach oben. Und das ist ja das Schöne für die Aufwärtstrends an den Indizes.
Da gucken wir uns nachher noch an. Das Conference Board Verbrauchervertrauen aus den USA, wir sehen es ja auch, mit drei Bullenköpfen versehen. Das lag leicht unter den Erwartungen. Die Verkäufe neuer Häuser haben allerdings dann wieder deutlich positive Zahlen gegangen. Und was auch positiv gewesen ist, das BIP in den USA ist wieder angestiegen. Wir hatten das vorherige bei 2%. Die Prognose hier hat eigentlich einen Rückgang auf 1,9% vorgesehen. Aber Pustekuchen, es ist gewachsen auf 2,1%. Also die wichtigen Daten sind hier definitiv raus. Rohöllagerbestände sind ein ganz kleines bisschen angestiegen, hat dem Ölpreis jetzt allerdings keinen groben Abbruch gegeben. Wir sind immer noch im Bereich der 58-Dollar-Marke. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Da ist oben so ein bisschen ein Deckel drauf. Wenn der wegfliegt, dann könnten wir deutliche Kursanstiege sehen. Solange wie das aber nicht der Fall ist, haben wir da oben den Deckel und dann müssen wir sehen, wie sich der Markt da oben weiter bewegt. Das ist also der Rückblick auf die Termine dieser Woche und damit schalte ich mal rüber in die Charts. Wir gucken uns jetzt aber nicht den DAX an, sondern wir starten mal mit den Währungen und zuerst habe ich hier mal auf der Uhr aus dem Bereich der Nebenseite das Thema Euro-Hongkong-Dollar. Ja, die hier Kunden oder die Zuschauer, die hier zum Beginn auch zuschauen, also die noch nicht ganz so lange an dieser Stelle dabei sind, denen sei hier an dieser Stelle gesagt, dass wir hier in den morgendlichen Handelsbesprechungen nicht immer nur auf den Euro-US-Dollar schauen, sondern dass wir hier auch auf, sag ich mal, Nebenwerte auch immer mal schauen, also etwas kleinere Währungspaare bzw. Dinge, die wir nicht immer nur mit dem Euro, US-Dollar oder dem Cable miteinander betreffend beleuchten, sondern wirklich auch zu sagen, hier an dieser Stelle haben wir ein großes Potpourri an Trading-Möglichkeiten und die schaue ich an dieser Stelle immer mal wieder an. Und hier können wir draufblicken auf das Thema Euro-Hongkong-Dollar und wir sehen hier im Euro-Hongkong-Dollar einen sehr, sehr schön laufenden Abwärtstrend. Also hier im ganz, ganz großen Bild läuft der Markt nach unten. Hier gab es zwar zwischendrin mal einen kurzen Run nach oben, aber es hat sich relativ zügig dann wieder ein neuer Abwärtstrend gebildet und dieser neue Abwärtstrend, der sich hier an dieser Stelle gebildet hat, wartet mal, ich mache das mal ganz kurz weg hier, das große Bild ist da etwas besser zu sehen. Das Ganze hier sehen wir im langfristigen Bild auch abwärts gerichtet. Und das heißt jetzt, wir haben einen aktuellen Tagestrend, der in Richtung des großen, großen übergeordneten Bildes weiterläuft. Und das ist sehr, sehr interessant. Wir haben es gesehen hier oben, das aktuelle Hoch, das Zwischenhoch haben wir gehabt bei der Marke um 8,67 in etwa. Dann hat der Markt hier oben rumgedreht. Eine Weile hat es gedauert, gezögert und dann kam der Schub nach unten. Und jetzt sind wir verortet am Trendtief. Das werden wir gleich auch noch bei anderen Währungspaaren sehen. Und da ist es interessant zu sehen, was hier passiert. Wir sind jetzt nicht einfach nach unten durchgerutscht, sondern der Markt hält hier so ein bisschen inne. Das ist ein normales Verhalten. Jetzt wird es halt wichtig, diese Außenkerze hier, diese schwarze Kerze ist so ein bisschen der Entscheider. Fallen wir unter das Tagestief, setzt dieser Trend sich definitiv nach unten hin fort und hat dann sozusagen das Potenzial hier auch in das Tief um die Marke von 8,52, 7,65 hineinzulaufen. Das Potenzial ist definitiv da und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier unten haben wir noch einen Zwischenbereich hier unten. Als der Markt hier in dieser starken Aufwärtsphase diesen Aufwärtstrend rausgenommen, da hat er zwischendurch mal kurz innegehalten. Das sieht man im Stundentrendverlauf auch sehr, sehr schön. Das ist hier der Bereich um, was haben wir hier am Tief? 8,58, 2,25 ist das Tief. Dieser Bereich könnte hier für den ersten Zwischenhalt sorgen, wenn wir tatsächlich unten drunter durchrutschen. Momentan kommt noch nicht so richtig Stärke auf. Sollte allerdings Stärke aufkommen und wir dann hier über das Tageshoch dieser schwarzen Kerze drüber laufen, dann haben wir kurzfristig als nächsten Anlaufpunkt auch mal hier oben diese Marke um die 8,63,4 beziehungsweise bei einer weiten, weiten Ausdehnung der Korrektur entsprechend hier oben das Ganze natürlich offen in Richtung Trend hoch. Da blicken wir mal kurz hier an dieser Stelle auch in den Stundenschatten rein. Da sehen wir es nämlich drin. Hier, der Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Das, was wir hier momentan sehen, zeigt uns noch keine eindeutige Aufwärtsrichtung an. Aber wenn der Markt hier oben drüber trendet, dann haben wir halt untergeordnet erst einmal einen Aufwärtstrend liegen und der hat dann schon das Potenzial, ein bisschen höher zu laufen, die alten Trendhochs rauszunehmen und sich dann entsprechend nach oben auch zu orientieren. Das ist das, was wir hier im Hongkong-Dollar sehen. Und da sehen wir halt, der Markt nach oben hat schon einiges an Potenzial, wenn er sich denn entscheidet,
die Oberseite anzugehen und etwas in die korrektive Phase mit hineinzulaufen. Das ganze Bild hier, wie schon gesagt, jetzt wieder umgeschaltet auf den Tageschart. So, das war das eine. Das zweite Nebenwährungspaar schauen wir uns direkt auch noch an, bevor wir dann zum Euro gehen. Auch hier ein Bild, ganz klar, sehr, sehr schön verortet innerhalb eines Abwärtstrends. Das übergeordnete Bild ist hier im Euro-Neuseeland-Dollar etwas anders. Da war der Markt schon noch schön aufwärts gerichtet, aber hier oben um die Marke von 1,76 war der Verkaufsdruck einfach zu hoch. Wir haben es gesehen, in der Vergangenheit ging es nicht wirklich drüber. Hier Anfang Oktober war das oder Mitte Oktober war das hier gewesen. Da hat es der Markt mal kurz versucht drüber zu spiken, aber da war einfach kein Kaufinteresse mehr da. Zwischenzeitlich hat sich wieder ein Abwärtstrend nach unten hin entwickelt und der steht jetzt aktuell wieder am Tief. Das heißt, wir haben es gesehen hier, da war das letzte Trendtief um die Marke von 1,71,265. Da sind wir hier die letzten Tage auch drunter gelaufen und kommen auch nicht so richtig vom Fleck an dieser Stelle. Heißt also, hier haben wir eine laufende Bewegung, die durchaus das Potenzial haben. Wenn wir hier unter das Tief drunter laufen bei 1,71,106, diese Bewegung fortzusetzen und die hat dann gleichweg das Potenzial, hier in den nächsten Schwungbereich reinzulaufen, die Unterstützung um die Marke von 1,70. Das kommt so ein bisschen auch aus der Historie heraus. Zum einen Mal ist das der Bereich gewesen, als wir hier diesen kleinen Abwärtstrend nach oben rausgenommen haben. Zum anderen war das hier ein Widerstandsbereich gewesen. Hier haben wir es gesehen, Spike drüber, dann runter. Und hier drüben sind wir eine Meile hin und her gependelt, bevor der Markt sich dann darauf entschlossen hat, weiter nach oben zu laufen. Also, das ist ein Bereich, den hat der Markt schon häufig als wichtiges Level erachtet. Und da haben wir auch eine gute Chance, in diese Richtung nach unten hin reinzulaufen. Der Measured Move, also diese Korrekturtiefe, die wir hier gehabt haben, die hat allemal das Potenzial, wenn es hier weiter nach unten geht, das Ganze nach unten zu brechen. Und wie schon gesagt, der wichtige Punkt ist aktuell das Trendtief, was wir hier haben. Das sehen wir auch in der untergeordneten Zeiteinheit. Da sehen wir nämlich schön den Abwärtstrend am Laufen. Und der setzt sich halt hier unten fort. Und dieser Abwärtstrend ist schön intakt, er schwingt schön nach unten und die Fortsetzung zeigt uns halt, das Potenzial nach unten ist definitiv vorhanden und das sollten wir als Händler dann entsprechend auch umsetzen können, die eigenen Handelssignale hier in die Short-Richtung zu traden. Nach unten bricht allerdings der Abwärtstrend der Stunde. Das hatte ich ja häufig auch schon gesagt, dann sehen wir erstmal so ein bisschen was an Korrektur, nur da müssen wir jetzt halt auch eine andere Ebene schauen. Da müssen wir halt wirklich schauen, wenn die Korrektur anfängt, dann ist es dieser Trend, der hier momentan nach unten läuft, der nach oben rausgenommen werden muss und da brauchen wir halt den Markt nach oben. Er hat es ja hier an dieser Stelle schon mal probiert, heißt also, wenn wir hier tatsächlich einen validen Aufwärtstrend nach oben bekommen, dann haben wir hier die Chance eines Abpralls. Das ist ja an dieser Stelle, muss das immer auch beachtet werden. Das ist gerade für die kurzfristigen, sage ich mal, Trader sehr, sehr wichtig. Wenn wir hier tatsächlich einen Abprall bekommen und etwas nach oben springen, dann haben wir Marker liegen und ein Anlaufpunkt zur Oberseite ist mal mit Sicherheit dieser Schwungbereich hier. Den haben wir von oben gesehen und unten haben wir kurz vorher gedreht, also so grob über den Daumen die Marke um die 1,72,15. Also dieser Bereich hier, ich mache mal kurz das Fadenkreuz an, da kann man es besser sehen. Also hier, da war ja der Bruchbereich, hier da oben sind wir kurz rangelaufen. Also diese Marke 1,71,12 bis 1,71,6 hier, dieser Schwungbereich ist erstmal was, wo wir ranlaufen könnten, ganz kurzfristig. Ansonsten den Markt nach oben zu bringen, wenn wir hier drüber laufen, das wäre dann die Korrekturausweitung und dann können wir uns auch an den Hochs hier, die wir sehen im Abwärtstrend, die schon mehrmals angetestet wurden, orientieren für das Thema Korrekturtiefe. Aber nichtsdestotrotz, der Markt ist abwärts gerichtet und wie schon gesagt, hier unten Fokus Trendfortsetzung ist natürlich gegeben und dann haben wir den Weg nach unten frei. Gut, das also zum Euro-Neuseeland-Dollar. Ich sehe zwischendrin noch kurz eine Frage, ob der DAX schon war. Nö, der DAX war noch nicht, der kommt in Kürze. Also bitte einfach dranbleiben. Und wie schon gesagt, wer Fragen hat, gerne einfach in die Chats hinein. Und dann gehen wir jetzt vom Euro-Neuseeland-Dollar direkt noch weiter in das Währungspaar Euro-US-Dollar. Da muss ich nochmal kurz den Chart hier öffnen. So, übrigens, wer hier immer mal das Fenster, diese Marktübersicht einblenden möchte, das geht relativ fix mit der Tastenkombination Steuerung und M, da kann man ein- und ausblenden. So, jetzt also hier hinein, Euro, US-Dollar, der Markt an dieser Stelle,
wieder hier im blau markierten Abwärtstrend nach unten laufend, nachdem wir hier kurz nach oben gekommen sind. Wir hatten hier die Umkehr am Hoch, hier oben haben wir es gesehen, 1,10969 war das Hoch. Jetzt notieren wir mittlerweile wieder im Bereich der Marke von 1,09891. Das war das aktuelle Trendtief. Das haben wir hier vor zwei Handelstagen am Mittwoch schon mal nach unten angetestet. Und jetzt verharrt der Markt so ein bisschen hier in diesem Bereich. Das ist etwas, das macht der Markt ja relativ gerne an dieser Stelle. Wichtig für die kurzfristigen Händler ist, was passiert jetzt? Kommt es zu einem Bruch dieser Abwärtstrendbewegung, also schiebt es den Markt etwas höher, dann müssen wir hier oben drüber laufen, übers Trendhoch. Also da wird auch dieses Hoch hier, was wir am Mittwoch gehabt haben, um die Marke von ungefähr 1,10242, dieser Punkt wird wichtig. Und das Ganze gucken wir uns mal wegen der Abprallgeschichte auch im Stundenchart gleich direkt mit an. Wir sehen hier momentan den Abwärtstrend weiterhin intakt, weiterhin laufen. Hier haben wir das aktuelle Korrekturhoch hier drinnen liegen. Da klemme ich mal eben kurz eine Marke noch mit dran. Kurzen Augenblick, zack, hier oben. Also hier, dieser Bereich, wenn der nach oben hin überschritten wird, dann haben wir hier einen Gegentrend. Und dieser Gegentrend, dieser Aufwärtstrend hat dann sozusagen den korrektiven Charakter. Heißt also an dieser Stelle, Anlaufmarken wären dann mal die Hochs, die wir hier drüben sehen könnten. Das heißt hier ganz grob erst einmal dieser Bereich hier drüben, die Marke von ungefähr 1,10255 hier. Das ist das erste Korrekturhoch, was wir anlaufen können. Brechen wir darüber, ist dieser Bewegungstrend rausgenommen und dann haben wir die Chance eines tieferen Gegenlaufes. Nächster Anlaufpunkt hier, das ist auch das Tageshoch, was ich im Tageschart markiert hatte, die Marke von 1,10321. Das ist das Hoch, was wir hier gehabt haben und dann sehen wir, ist nach oben hin erst auch immer einiges am Platz. Ja? Aber für mich als Händler ist viel, viel, viel interessanter, was wir hier auch als Potenzial nach unten haben. Nämlich, wenn wir tatsächlich hier die Fortsetzung dieses laufenden Abwärtstrends reinbekommen sollte, also das heißt hier definitiv unter das Trendtief fallen, dann haben wir die Fortsetzung dieses Abwärtstrends und der hat dann durchaus das Potenzial, direkt wieder runter in Richtung Jahrestief zu laufen. Da haben wir hier unten grün und dick markiert die Marke von 1,08791. Das Potenzial ist da. Hier haben wir noch eine kleine Zwischenstation. Wir sehen es hier, dieser erste initiale Aufwärtsschub, der hier diesen Abwärtstrend mal rausgenommen hat. Da hat hier der Trend einen kleinen Zwischenhalt gemacht. Hier die Marke von 1,09441. Das ist durchaus dann ein Level, wo wir kurzfristig auch ranlaufen können, was wir auch schön als Zielmarke für Teilgewinne mitplanen können. Diese Sachen sehen wir hier im Chart und das Ganze ist sehr, sehr schön nutzbar, sobald wir hier unten fortlaufen. Das heißt auch, wer sich das Ganze im Stundenchart mit anschaut, solange wir noch hier drüber sind, haben wir das Verharren auf tiefem Niveau, laufen wir drüber, fängt die Korrektur an, aber sobald sich der Abwärtstrend der Stunde fortsetzt, optimalerweise wird der gar nicht erst verletzt, haben wir schön die Chance, nach unten reinzulaufen. Wenn wir uns das Ganze einfach mal ausmessen wollen, hier ganz kurz vom Hoch zum Tief, da oben hin in etwa und das hier unten ransetzen, dann sehen wir, dass wir, wenn wir diesen Trend hier nach unten hin fortsetzen, durchaus direkt auch das Potenzial haben, hier ins Jahrestief nach unten reinzulaufen. Und das ist doch ein schönes Handelspotenzial, was wir hiermit haben. Und das sehen wir sehr, sehr schön. Und das ist natürlich auch an dieser Stelle hier hineinzulaufen, das Ganze schön nach unten zu traden. Und das ist halt das Thema auch, setzt sich der Aufwärtstrend fort. Hier eine Bestätigung hätten wir dann, wenn wir uns das Ganze untergeordnet mal betrachten, also hier, wenn wir jetzt hier direkt diese kleine Gegenbewegung hier nicht hier oben drüber laufen lassen, sondern wenn wir vorher irgendwo rumdrehen und dann unter dieses Tief hier unten laufen, also unter diese Marke hier, dann haben wir nämlich schon wieder hier einen kleinen Gegentrend, der in Richtung Stundentrend nach unten läuft. Das wäre dann das erste Indiz und dann weitet das natürlich hier die Chancen aus, dass wir direkt unter das Trendtief laufen. Und das ist ja das, was ich immer wieder sage, wir müssen nur hinschauen, was die Händler machen. Und wenn der Abwärtstrend sich fortsetzt, können wir uns dem anschließen. Und die Abwärtstrendfortsetzung der Stunde wäre halt auch etwas, dass wir gut in den kleinen Zeiteinheiten traden können. Also für die Händler, die tatsächlich da sitzen, das schaue ich mal ganz kurz hier nochmal an. Also das hier mal der Abwärtstrend der Stunde. Der ist jetzt sozusagen weiterhin in der korrektiven Phase und wenn die kleinere Zeiteinheit
wieder rumdreht. Also das heißt, wenn wir uns das Ganze hier beispielsweise in den 5 Minuten auch anschauen, hier an dieser Stelle, kurzen Augenblick, ich gehe mal kurz in die 5 Minuten. Das heißt, wenn die 5 Minuten wieder anfangen, nach unten hin zu trenden, dann laufen die 5 Minuten halt auch wieder in Richtung der Stunde. Und das ist dann das, was wir im kurzfristigen Trading auch immer wieder nutzen können, um hier ein Stück des Weges nach unten mitzugehen und die Anlauflevel auf der Unterseite an den entsprechenden ersichtbaren Tiefs hier in diesem Bereich mit ins Trading auch mit aufzunehmen. Das also zum Euro-US-Dollar. Und damit gehe ich jetzt nochmal kurz zurück in die Nachrichten, nämlich wir wollen, bevor wir jetzt den großen Check der Indizes machen, vorher noch einmal schauen auf die wichtigsten Termine der kommenden Woche. Wir stehen jetzt kurz vor dem Wochenende und da kann sich der ein oder andere möglicherweise auch schon auf das vorbereiten, was wir nächste Woche haben. Wir bekommen nächste Woche nicht wirklich viele Termine, aber ein paar sind dabei. Am Montag bekommen wir hier geplant den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland um 16 Uhr gibt es das Ganze dann aus den USA. Am Mittwoch gibt es die ADP-Beschäftigungsänderungen und den ISM-Einkaufsmanager-Index sowie die Rohöllagerbestände aus den USA. Und am Freitag dann, das ist in diesem Wochenrhythmus immer so, gibt es die sogenannten Non-Farm-Payrolls, das heißt die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft und die Arbeitslosenquote aus den USA. Also wir haben nicht wahnsinnig viele Nachrichten nächste Woche, aber doch einige mit extrem hoher Relevanz für die Märkte. Und damit gehen wir zurück in die Märkte, nämlich wir schauen einfach mal auf die großen Indizes mit rein, bevor wir uns dann im Bereich der zwei Charts, die ich gesagt hatte, der Chart der Woche, Euro, US-Dollar, polnischer Zloty und dann den Blick in den Euro-US-Dollar mal für einen längerfristigen Ansatz hier im Trading für die nebenberuflichen Trader, um hier auch relativ entspannt in die Märkte mit hineinzukommen. So, das Bild, jetzt nehmen wir uns einfach mal den DAX schon mal herüber und im DAX, ja, das große Chartbild hat sich an dieser Stelle nicht wirklich stark verändert. Das heißt, wir sind weiterhin in einem aufwärtsgerichteten Markt, aber wir sehen es momentan, das Verharren auf diesem hohen Niveau geht an dieser Stelle immer wieder weiter. Das heißt, das technische Bild ist hier im DAX weiterhin aufwärts gerichtet. Da kann ich also einfach ohne Probleme hier auf die Daten, die wir letzte Woche schon zur Verfügung hatten, beziehungsweise vor meinem Urlaub zurückgreifen. Hier der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Wir haben mehr oder weniger den Seitwärtslauf und der Markt will noch nicht so richtig oben drüber. Das heißt, wir haben es ja hier gesehen, das war mal ein Test oben raus. Dann haben wir hier wieder die letzten Tage den Test oben ran gehabt, aber so richtig Dynamik ist nach oben nicht aufgekommen. Das heißt, wir schwingen hier weiter erst einmal seitwärts. Interessant für die Unterseite wird es wirklich erst dann, wenn wir hier diesen Tiefpunkt rausnehmen, hier diese Marke von 13.039 Zählern, da klemme ich einfach mal ein Preisschildchen unten dran. Das ist ein Punkt. Wenn wir hier drunter laufen, dann müssen wir tatsächlich mit deutlich tieferen Kursen rechnen, das heißt mit einer weiter nach unten laufenden Korrektur. Und wenn wir dann einfach mal schauen wollen, wo Unterstützungen sein könnten, dann schauen wir uns mal hier diesen leicht trendigen Verlauf an, den wir hier gehabt haben. Und da hätten wir den nächsten ersten Anlaufpunkt hier erst einmal an dieser Stelle. Ich mache das als Unterstützung mal ganz kurz in grün hier an diesem Bereich. Also dieser Bereich hier um die Marke von, lasst mich mal schauen, hier unten der Bereich knapp, die, naja, es sind circa 12.800 Zähler, die da sind. Das wäre mal ein erster Anlaufpunkt. Ein zweiter wichtiger Punkt wäre dann natürlich hier die Unterstützung an diesem Ausbruch hier, den wir hier an dieser Stelle gehabt haben, dieser Bereich hier drüben um die Marke von 12.500 Zählern, das wäre dann mal der Anlaufpunkt. Auch hier klemme ich einfach nochmal ein Preisschützchen dran. Also hier haben wir gut die 12.500 Punkte Marke und wie schon gesagt, hier oben dieser kleine Zwischenbereich um die Marke von circa 12.800 Zählern. Das wäre mal der erste Anlaufbereich. Sollten wir tatsächlich unter die Marke hier von um die 13.020 bzw. 30 fallen. Das wäre dann nämlich ein Ausbruch durch die Unterseite und da hätten wir so einen leichten Gegentrend auch und das wäre dann die korrektive Phase sozusagen. Haben wir aber momentan noch nicht da, das Bild, aber man muss es irgendwo einfach mit auf der Uhr haben und ich bin mal sehr gespannt, wie die Märkte nächste Woche in die Handelssituation reinstarten, wenn wir die Zahlen bekommen bzw. erste Indikationen bekommen, wie gut
der Black Friday gelaufen ist. Das hat dann natürlich immer wieder einen Einfluss auf die Unternehmensgewinne und das wird sich dann mit guter Wahrscheinlichkeit in den Charts auch widerspiegeln. Und wir sehen es hier, jetzt haben wir gerade 9 Uhr Handelseröffnung. Der Markt kommt doch mit etwas Druck in den Freitagshandel rein. Ich bin mal gespannt, wie wir hier aus der Woche gehen. Die letzten Tage hatten wir ja immer wieder erstmal einen schwachen Start, dann ging der Markt nach unten, dann wurde wieder aufgekauft nach oben. Das sehen wir hier an diesen Lunden, die wir hier immer wieder im Markt haben. Also recht interessant, die Geschichte, die wir hier sehen. Und dann blicken wir jetzt mal noch auf die Märkte hier im US-Bereich. Das heißt, wir gucken mal auf den Dow Jones, den S&P 500. Hier gucken wir erstmal den Dow Jones 30 an dieser Stelle. So. Da haben wir ihn im Tageschart auch mit drinnen. Das Ganze hier natürlich wie immer, und das zoome ich mal kurz etwas näher ran. Also was wir hier schön sehen, sind ein Haufen Kritzeleien. Das ist noch aus alten Trendeinträgen mit drinnen, beziehungsweise ein paar Überschneidungen. Das werde ich mal ganz kurz rausnehmen hier an dieser Stelle, damit es etwas sauber wird. Aber nichtsdestotrotz, das große Bild hier im Chart ist weiterhin sehr, sehr schön aufwärts gerichtet. Ne? Also wir sehen es hier, der große Schwung von unten nach oben, der hält weiter an. Das heißt hier, ich skizziere das Ganze mal einfach grob weiter. Linie mache ich natürlich noch in grün. Und damit sehen wir, der Aufwärtstrend ist hier sehr, sehr schön am Laufen. Das heißt, der Fortgang ist weiter da. Hier mal im ganz, ganz großen Bild. Und was halt hier an dieser Stelle interessant ist, schaut es euch mal, das ist der letzte große, lange Bewegungsarm, den man auch sehr, sehr gut im Wochenchart erkennen kann. Und hier, das hier ist der schön laufende Aufwärtstrend. Der hat sich hier schön nach oben geschwungen. Hier unten haben wir das letzte Korrekturtief. Also selbst wenn wir jetzt hier oben am Hoch nach unten laufen sollten, wir haben etwas Platz noch da. Wir haben einen schönen Supportbereich hier in diesem Level. Ich nehme das mal ganz kurz hier hoch. Also hier in diesem Bereich, da sehen wir es hier drüben, sind wir etwas geschwankt. Und dann haben wir hier im Test nach unten genau in diesem Bereich um die 27.700 Zähler wieder rumgedreht. Da haben wir einen schönen Supportbereich und es wäre auch überhaupt nicht störend, wenn wir hier in die etwas tiefere Korrektur dieser letzten Bewegung reinlaufen. Hier unten haben wir einen schönen Support. Das Ganze zu sehen, der Aufwärtstrend ist hier wirklich weiter intakt und es sieht relativ gut aus, dass es weitergehen kann, solange wir hier über dieser Marke bleiben. Das heißt, solange wir hier das Trendtief nicht rausnehmen, dieses Bewegungstrendtief, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Und dann haben wir gute Karten für all diejenigen, die sich fragen, wie es weitergehen kann, wann es weitergeht. Spätestens dann, wenn wir hier oben über das Hoch drüber laufen, setzt sich der Markt nach oben hin fort. Da wird ein neues Hoch geschrieben, ein neues Allzeithoch. Das Ganze läuft dann oben hin weiter fort. Und die Korrektur, ja, natürlich, da kann man sich schon ein bisschen was an dem orientieren, was wir unten drinnen liegen haben. Das heißt, interessant wird es hier an den Tagestiefs, die wir hier unten liegen haben. Ich klemme da mal ganz kurz hier die Marke rein. Also ganz knapp an dieser Stelle hier, was ich meine damit mit den Bildern hier, die Tagestiefs, die wir hier am Anlaufen haben, die kommen halt aus dem kleinen untergeordneten Trendverlauf der Stunde in diesem Bereich. Also hier, das, was wir hier unten dran sehen, also was uns hier den Weg nach oben geebnet hat, hier dieser schön nach oben laufende Trend, das sind halt kurzfristig dann Anlaufpunkte, wo wir durchaus mal rangehen können, wo halt auch Tiefs gewesen sind, die wir nehmen können für die korrektive Phase. Da ist alles in Ordnung, wirklich alles im grünen Bereich. Das Ganze, selbst wenn wir hier den Abwärtstrend, der sich hier gebildet haben, unter diesem Bereich hier laufen haben, unter die 28.000 Punkte Marke, ist das einfach nur eine Korrektur des Aufwärtstrends auf Tagesbasis. Also überhaupt nichts Dramatisches. Wer es handeln will, der muss sich natürlich hier so ein bisschen an den Trendverlauf halten oder sollte sich auf die Trendrichtung halten. Aber immer auch bitte beachten, der Markt ist momentan relativ wenig liquid, wieder, weil die US-Händler einfach fehlen und das merkt man dann schon, das große Bild im Dow, aber weiterhin auch deutlich aufwärts gerichtet hier an dieser Stelle. Und dann gehen wir vom Dow mal rüber in den US 500, das heißt in den großen S&P 500, und da haben wir es natürlich auch wieder sehr, sehr schön zu sehen, der Markt trendet richtig schön nach oben. Er hat hier oben ein Allzeithoch gemacht am Mittwoch.
Dann hatten wir Donnerstag Feierabend. Der Markt tickt hier natürlich weiter, beziehungsweise Donnerstag Feiertag. Heute, wie schon gesagt, verkürzter Handel. Ist völlig normal, was hier passiert. Jetzt auch hier etwas korrektive Phase. Wenn wir uns diesen letzten Trendarm einfach mal anschauen, auch hier haben wir einen Bereich, der natürlich einen Support-Level hier unten bieten kann. Das heißt, hier unten diese Marke über den Daumen knapp 3090 Zähler hier unten. Das wäre mal ein schöner Bereich als Korrekturphase. Hier haben wir das letzte Trendtief. Wenn der Markt nach unten korrigiert, bis dahin könnte es durchaus gehen. Wir werden allerdings schauen müssen, was wir nächste Woche bekommen, wenn die Händler wieder in den Handelssaal Vollzeit zurückkehren. Da wird sich zeigen, wo es hingeht. Ansonsten mit Blick auf das große Bild hier auch alles sehr, sehr schön nach oben hin aufwärts gerichtet. Wie schon gesagt, auch hier der Trend der Bewegung schön nach oben gelaufen. Letztes Korrektiertief hier. Solange wir nicht unter dieses Korrekturtief fallen, haben wir alles da, was die Jahresendrally weiter befeuern kann. Und dann gucken wir jetzt mal noch auf den technologielastigen Bereich. Wir haben hier bei Tickmill natürlich auch den Nasdaq mit dabei hier. Das ist das US-Tech, das Kürzel, was wir damit haben. Und wen wundert's? Das Bild ist hier absolut identisch zu den anderen US-Indizes. Seitdem das Sommerloch überwunden wurde, trendet der Markt schön nach oben. Und hier die letzte Bewegung hier auch aus trendtechnischer Sicht hier schön der Bewegungstrend nach oben gelaufen und genauso wie wir das im Dow und im S&P 500 gesehen haben. Wir hatten hier zwischendrin mal einen kleinen Haken nach unten, das war die letzte Korrektur und solange dieses Level hier unten nicht unterschritten wird, ist alles im grünen Bereich und da sehen wir, der Markt hat weiterhin das Potenzial nach oben zu schwingen und sollten wir doch etwas Korrekturverlauf nach unten bekommen, wichtige Anlaufpunkte sind hier ungefähr die Tagestiefs, die wir hier nach unten sehen, das sind auch die Lows im Stundentrend, den wir in der letzten Aufwärtsbewegung hier schön gesehen haben. Also hier unten haben wir dann die Marker liegen hier, diese Bereiche an den Trendtiefs, das wäre das relativ Interessante, beziehungsweise dann hier unten dieser Bereich, als wir hier den nächsten Aufwärtsschub gestartet haben, die Marke von circa 8.300 Punkten. Das ist das, was uns der kleine untergeordnete Trendverlauf im Nasdaq 100 hier an dieser Stelle gegeben hat, hier im Nasdaq 100. Das also zur großen Indexschau an dieser Stelle. Jetzt schaue ich mal in die Chats rein, ob wir Fragen zu Instrumenten haben. DAX haben wir gerade besprochen, ganz genau. Gucke ich noch mal kurz auf Facebook, ob wir da ein Kürzel haben, was wir sehen wollen. Nö, das passt. Alles klar, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal noch auf zwei Dinge ein, die ich hier einfach so ein bisschen als edukativen Part ein bisschen bringen will, aus der reinen Praxis heraus. Und zwar sind das jetzt zwei Dinge. Zum einen der Euro-US-Dollar, das ist ja ein Währungspaar, das bei vielen Händlern auch sehr, sehr, sehr beliebt ist und immer wieder zum Traden mit benutzt wird. Und an dieser Stelle ist es natürlich wichtig, als Händler ordentlich traden zu können. Ich hatte, als der Euro-US-Dollar vor ein paar Jahren schon mal so deutlich unter Druck gekommen ist und im Tief, glaube ich, bei 1,04 gestanden ist, hatte ich den einen oder anderen Händler, der hat gesagt, ich trade den Euro-US-Dollar jetzt bis zur Parität. Ob derjenige noch drin ist, weiß ich nicht, aber man könnte sich ja denken, dass das so gründlich schief gegangen ist. Deswegen rutscht der Euro-US-Dollar heute mal in den Fokus im edukativen Bereich. Aber zuvor möchte ich gerne auf den schon avisierten Chart der Woche eingehen. Ich habe das gestern kurz mit dem Martin besprochen, dass ich den bringen will. Ich sagte so, halt dich fest, der Chart der Woche ist, tata, das Währungspaar US-Dollar, polnischer Zloty. Egal, dass das eine Nebenwährung ist, wir können damit gutes Geld verdienen. Und was ich hiermit zeigen möchte, werden wir gleich mal sehen. Ich hole mal den Chart ganz kurz rüber. Ich hoffe, dass ich jetzt direkt den Chart erwische, wo ich auch die Handelsidee mit reingeschrieben hatte. US-Dollar, polnischer Zloty. Haben wir ihn hier? Nein, da haben wir ihn nicht. Da muss ich mal kurz schauen. Ich muss nochmal das richtige Fenster raussuchen. Der Stereo-Trader, der speichert die ganzen Zeichnungen nicht im Instrument ab, sondern immer auf dem aktuellen Chart. Hier haben wir ihn da. Da ist die Handelsidee auch mit drinnen. Also, hier mal eine Nebenwährung. Ich weiß, es gibt hier einen Spread, den kann man sich hier auch immer anzeigen lassen aktuell. Das kann man jetzt über den Webstream wahrscheinlich nicht ganz so gut sehen. Ist der Spread hier bei 14,7 polnischen Zloty an dieser Stelle. Das ist ein Wert, der ist einfach, wie er ist. Und sicherlich ist das
eine Marke, die den ein oder anderen gerade kurzfristigen Trader sich sagt, oh mein Gott, wie soll ich denn mit so hohen Spreads traden? Und zwar so traden, dass ich am Ende auch noch Geld übrig hat. Na ganz klar, das Thema mit dem Spread, je kurzfristiger der Handelsansatz ist, je größer ist natürlich der Einfluss des Spreads auf die Performance, weil den Spread haben wir ja immer in beide Richtungen. Der ist da, wenn ich die Position eröffne, und der Spread ist auch da, wenn ich die Position schließe. Ganz klar, sowas muss im Trading auch immer eine Rolle spielen. Und ich sage an diesen Punkten ja auch, okay, wenn wir uns diese Nebenwährungspaare hier anschauen, ich bin da auch keiner, der sich sagt, okay, ich muss das Ding jetzt unbedingt intraday traden. Nee, das bin ich nicht. Sondern in diesen Fällen, wenn wir solche Nebenwährungen auch beleuchten, hatten wir ja heute auch gehabt, beispielsweise auch im Euro-Hongkong-Dollar. Das sind einfach Märkte, wo wir schöne Bewegungen in den Trends häufig ein ganzes Stückchen mitnehmen können. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier, wir hatten den europolnischen Slot jetzt schon zweimal miteinander beleuchtet. Einmal in der Situation, als wir hier mit dieser initialen Zündung heraus den Markt gesehen haben, als sie den Abwärtstrend gebrochen hatten. Und dann hatten wir das ganze Bild sozusagen hier in der Bestätigung drinnen, als wir in den Markt gegangen sind innerhalb der Korrektur. Das war sozusagen die Handelsbesprechung, die wir hier in diesem Bereich auch hatten. Ich versuche mal kurz noch dieses Bild rauszusuchen. Kurzen Augenblick. US-Dollar, polnischer Zloty. So. Damit ich mal kurz den Chart mitbringen kann, den wir damals gehabt haben. Das war hier am 7. war das gewesen. Genau, hier. Schaut euch das mal an. Hier, das war die initiale Folie. Das war der Chart, den ich gepostet hatte in den Handelsideen hier an dieser Stelle. Und da hatten wir es gesehen hier an dieser Stelle. Hier war der Abwärtstrend gewesen. Da hatten wir das zum ersten Mal beleuchtet. Und da sind wir schon zum ersten Mal hier auf diesen Bereich eingegangen, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier eine tiefe Korrektur. Und damals waren wir noch verortet innerhalb des Abwärtstrends. Ich hatte damals aber schon gesagt, wenn wir hier oben drüber laufen sollten, ist dieser Abwärtstrend nach unten erstmal rausgenommen und diese starke dynamische Bewegung könnte sich durchaus erst einmal auch noch in dieses Level hier um die 389,4 hinein ausdehnen. Hier, das war nämlich der Bruchbereich, als der Aufwärtstrend hier rausgenommen wurde mit dieser sehr, sehr starken dynamischen Bewegung nach unten. Das war so die Initialzünde des Ganzen, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir müssen mal schauen, was hier passiert. Damals war die Verortung noch tatsächlich innerhalb dieses laufenden Abwärtstrends. Und jetzt gehen wir mal zurück in den Markt hinein und da sehen wir halt, welche Relevanzen auch charttechnische Marken haben. Ne? Wir sind nämlich, nachdem wir die Besprechung gemacht haben, wir sind gar nicht in die Situation gekommen, dass der Markt uns ein Handelssignal nach unten getriggert hat, sondern der Markt ist einfach nach oben hin durchgelaufen. Und jetzt, oh weh, wen wundert's? Schaut mal, wo wir hier initial erstmal zum Stehen gekommen sind. Das war hier der Bereich um dieses Trendbruchlevel und da ging den Käufern erstmal so ein kleines bisschen die Luft aus. Aber das hat den Aufwärtsschub überhaupt nicht tendenziell bewegt, sondern wir haben einfach nur eine Korrektur gesehen und hier kam ein erstes schönes Umkehrsignal hier. Der Spike nach unten und dann der komplette Abverkauf. Und hier hat sich dann in der Stunde ein neuer Aufwärtstrend gebildet, der in Richtung dieses initialen Aufwärtsschubs gelaufen ist. Und jetzt sind die Situationen ganz andere. Jetzt haben wir die Karten neu gemischt. Wir haben nicht nur einen gebrochenen Abwärtstrend, sondern wir haben an dieser Stelle auch einen validen Aufwärtstrend. Und dieser valide Aufwärtstrend hat die Chance, hier weiter nach oben zu laufen. Und das erste Anlauflevel, was ich hier aus trendtechnischer Sicht einfach mal geben kann, ist dieses Korrekturlevel, was wir hier drüben gehabt haben. Hier sind wir runtergelaufen, haben mal kurz hier verharrt in diesem Bereich um die 395,2 und dann den massiven Schub nach unten. Das ist ja mal ein Anlauflevel, ein leichter Widerstand, den man durchaus auf der Uhr mithaben kann. Und das sind halt Situationen, die können wir als Händler sehr, sehr gut nutzen, um auch in Nebenwährungen sehr schöne, entspannte Trades zu machen. Und das sind auch die Sachen, die können sich die nebenberuflichen Trader immer wieder auf die Uhr mitlegen. Solche Punkte, wo man einfach sagen kann, okay, hier haben wir den Trendbruch gehabt, hier haben wir die Trendentstehung gehabt. Jetzt müssen wir mal schauen, wer jetzt auch nicht dabei ist, dass man einfach mal sagt, okay, dann warten wir doch einfach mal ab, wie die nächste Korrektur ist und aus der Korrektur heraus dann in Richtung
des Tagestrends nach oben mitzulaufen. Das sind die Chancen, die wir hier haben. Und das sind halt auch die Gründe, weshalb ich immer wieder gerne hier in den Morning Briefings auf solche Chartsituationen mit eingehe, weil junge Trends haben oft die Möglichkeit, sich ordentlich weit fortzusetzen. Und das sehen wir hier in diesem Währungspaar auch. Wenn wir uns dieses Bild hier drüben mal anschauen, hier, schaut euch das mal an. Wir hatten hier eine gleiche Situation. Wir hatten hier drüben einen validen Abwärtstrend am Laufen. Ich skizziere euch den mal ganz kurz, was ich hier meine. Muss ich den Farbverlauf nochmal kurz ändern. Also hier schön dieser Abwärtstrend, den wir hier am Laufen hatten. Schön mit Rot, schön nach unten gelaufen. Wirklich ein valider Trend. Und was ist dann im weiteren Verlauf passiert? Ähnlich wie wir das jetzt im aktuellen Kontext gesehen haben. Wir hatten eine initiale Bewegung, die erst einmal hier an das Hoch gelaufen ist, also an dieses Abwärtstrend hoch, das letzte Korrektur hoch, hat dann korrigiert hier das Tief bei ungefähr 3,77 gefunden und ist dann schön nach oben gelaufen, hat hier den Aufwärtstrend gebildet, hat diesen Abwärtstrend rausgenommen und ist dann dynamisch nach oben gelaufen. Und schaut mal, was wir dann als Händler auch noch an Möglichkeiten hatten. Wir hatten genug Möglichkeiten, uns aus den Korrekturen heraus in den laufenden Aufwärtstrend einzukaufen und die Long-Position nach oben hin zu reiten. Und das ist der große Vorteil für die nebenberuflichen Händler. Wir müssen hier an dieser Stelle nicht im 5-Minuten-Chart hin und her springen, sondern können hier auch die großen, schönen Bewegungen mittraden und auch da eine ganze Menge Geld verdienen. Und genau diese Chance bietet uns das polnische Zloty jetzt wieder. Wir haben jetzt den validen Aufwärtstrend. Wir sind drüber gelaufen. Den nächsten Marker haben wir hier auch drüber laufen oder drinnen mit liegen hier an dieser Stelle. Also als Anlaufpunkt mal hier dieses alte Bruchlevel möglicherweise. Aber meistens liegen hier in solchen alten Verläufen nicht wirklich viele Widerstände oder häufig die Händler, die dort deutlich wieder abverkaufen, da sind hier diese alten Swing Highs deutlich besser für geeignet als Anlaufpunkte. Deswegen ist das hier da. Und wenn wir eine Korrektur bekommen, dann wissen wir, wir haben einen übergeordneten Aufwärtstrend und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser sich fortsetzt, ist gegeben. Und wenn wir dann aus der Korrektur raus nach oben handeln, dann haben wir doch alle Karten auf unserer Seite. So, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck trinken. Die Stimme wird ein bisschen rau. Und dann gehen wir jetzt mal rüber sozusagen zum Chart im Euro-US-Dollar. Wobei ich an dieser Stelle sage, ich mache einfach mal einen ganz sauberen Chart vom Euro-US-Dollar auf, um, sage ich mal, die ganze Handelsidee hinten ran einfach mal mit aufzuführen. Halt, ich will ja einen neuen haben, hier an dieser Stelle, neues Chartfenster. Und da gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Hier, ich muss mal kurz noch ausschalten, dass der Handelsstatus ist. Nicht, dass ich hier dummerweise noch eine Position eröffne, die ich jetzt gar nicht haben will. Keine zusätzliche. Also ich bin hier im Währungspaar Euro-US-Dollar auf der Short-Seite investiert. Schon mehrfach das Ganze pyramidiert nach unten hin. Aber wir gehen das Ganze mal von oben nach unten an. Also, Thema. Was wir jetzt auf der Uhr haben hier im Währungspaar Euro-US-Dollar ist einfach, dass ich diese ganze Geschichte mal beleuchten möchte für einen nebenberuflichen Trader. Und da kommt jetzt noch eins hinzu, egal ob nebenberuflich und die großen Zeiteinheiten traden oder auch die kurzfristig orientierten Trader. Die Punkte, die ich jetzt beleuchte, das sind wichtige Punkte, wo Bewegung in den Markt reinkommt. Und da ist es völlig egal, ob wir das Ganze im kurzfristigen Bereich traden wollen oder im längerfristigen Bereich. Wenn Bewegung reinkommt, kommt Bewegung rein und dann fallen die Kurse, egal welche Zeiteinheit wir haben. Ja, also auch der kurzfristige Händler kann hier natürlich immer wieder sehr, sehr schön das Ganze am Laufen halten. So, und was wir jetzt hier machen ist, ich zoome mal den Chart, ich gehe erstmal auf die Woche hier. Schaut euch das mal an. Also, worauf ich jetzt hinaus möchte, ist folgendermaßen. Wir hatten hier oben ein Hoch. So, hier. Da ist dieser Bereich, den wir oben am Hoch hatten, ganz grob, hänge ich mal ein Preisschildchen dran, also hier oben ungefähr die Märkte von knapp 1,25,5. Hier, da hatten wir den starken, starken Aufwärtslauf. So, das Ganze war mal das Initiale. So, und jetzt haben wir halt hier den ganzen Top-Bereich gehabt und wir haben halt einfach gesehen, hier oben hat der Markt so ein bisschen angefangen, ja, hin und her zu pendeln. Ja, was wir dann hier oben auch gesehen haben in diesem Bereich, hier hatten wir ein Dreieck, das Ganze verortet innerhalb eines Aufwärtstrends, ist eigentlich in der Regel ein Signal, dass wir eher die Aufwärtsrichtung weiter bevorzugen. Aber
Es kam alles anders als gedacht. Der Markt hat hier oben wieder rumgedreht und hat dieses Dreieck sozusagen nach unten verlassen. Das ist innerhalb eines Aufwärtstrends immer ein Achtungszeichen, wenn sowas passiert, weil dann wird die Konsolidierung deutlich nach unten ausgebaut. Das war mal so die initiale Zündung. So, und der nebenberufliche Trader wird sich häufig an dieser Stelle denken, so ein Mist aber auch. Jetzt kam hier so ein massiver Rutsch nach unten. Wir schauen mal, wir sind hier oben ja ausgebrochen aus diesem Bereich und da standen wir bei Kursen um die 1,22,2 in etwa, der Bereich. Und wo sind wir dann hingefallen? Schaut euch das mal an. Wir sind direkt in diesem Rutsch, den wir dort gehabt haben, sind wir direkt erstmal runtergefallen bis auf 1,15. Ja? Das heißt, 7 Cent nach unten gekracht. Das ist eine Menge Kohle. Der kurzfristige Trader wird sich da in diesem Moment das Händchen gerieben haben, zumindest wenn er in der Lage gewesen ist, diesen Move auch komplett mit runterzunehmen. Aber da muss im Endeffekt jetzt der nebenberufliche Trader nicht die Flinte ins Korn werfen, weil wenn eine solche starke Dynamik kommt, dann guckt man sich einfach mal noch eine Zeiteinheit höher um. Und was sieht man dann? Wir sehen, dass wir hier einen Markt hatten, der schon viel, viel, viel länger deutlich nach unten gelaufen ist. Ne? Wenn wir uns das Ganze mal kurz skizzieren wollen, hier, ich meine, ich glaube, das sieht jetzt wirklich ein Blinder mit Krückstock. Also derjenige, der hier an dieser Stelle nicht sieht, dass wir auf Monatsbasis fallende Tiefs und fallende Hochs haben, der sollte sich mal mit mir in Verbindung setzen. Dem muss ich mal ein bisschen was lernen. Zum Markt lesen. Also hier, wir sehen es, der Markt trendet immer wieder runter. Hier sogar ein Zwischentrend nochmal gemacht, nochmal kurz durchgeatmet und dann nach unten. Das heißt, wir sehen ganz klar, wir haben hier einen Markt, der nach unten gerichtet ist und der definitiv die Seite nach unten beleuchtet. Und dann hatten wir hier einen starken Gegenverlauf und hier der Ausbruch aus diesem Dreieck hat halt die Umkehr gebracht von der Woche in den Monat. Das heißt, hier oben sind wir dann einfach wieder umgedreht und sind in Richtung der abwärts gerichteten Monatstrends nach unten hin gelaufen. Und das ist etwas, das sage ich, wer jetzt das hier sieht und sich sagt, oh mein Gott, der Markt ist jetzt viel zu tief gelaufen, jetzt kann ich hier auf keinen Fall mehr short gehen. Wenn ihr solche Gedanken habt, schaut euch einfach mal das darüberliegende Bild an und da werdet ihr eure Meinung definitiv ändern in solchen Situationen, weil wenn ihr seht, dass wir hier einfach nur tief korrigiert haben, und das Ganze sich jetzt wieder rumdreht, dann haben wir ja doch eine gute Wahrscheinlichkeit, dass sich dieser Trend durchaus nach unten fortsetzt und wir möglicherweise hier in die alten Tiefs mit reinlaufen. Die Chance haben wir ja auf alle Fälle offen. Das ist jetzt da. So, und jetzt gehen wir wieder in die Woche zurück. Und keine Sorge, ich bleibe hier nicht im Wochenchart. Aber ich möchte hier an dieser Stelle nur mal kurz zeigen, was hier wichtige Sachen sind, wichtige Marker an dieser Stelle. Das heißt, was wir hier an diesen Punkten relativ gut sehen können, ist, wir haben hier immer wieder so Staubereiche, in die der Markt zurückläuft. Und in diesen Staubereich dann nicht weiter vorankommt, sondern die Richtung nach unten bringt. Und wenn wir uns diesen Chart hier mal anschauen, dann können wir uns doch mal sehr, sehr schön markante Bereiche raussuchen. Das ist jetzt natürlich einfacher, weil wir die Vergangenheit kennen, aber nichtsdestotrotz, es ist genau das Prinzip, was ich als Trader auch immer wieder mache, dass ich sage, was sind denn hier in den größeren Bereichen Anlaufpunkte, wo wir mit reinlaufen können? Und das sind dann nämlich häufig auch die Bereiche, ja, wo dieser Trend immer wieder schön zurückschwingt und das Ganze hier am Laufen hat. Ne? Schauen wir mal hier unten, von hier unten, hoppala, hier, das war eine Gegenbewegung, danach folgte die Trendfortsetzung. Dann gab es eine Korrektur, dann gab es eine Trendfortsetzung, dann gab es wieder eine klassische Korrektur, hier oben rein, zack, Trend hoch gewesen, dann hier schön nach unten gelaufen und dann jetzt haben wir hier gehabt Korrektur. Diese Situation hier hatten wir auch in der Morgensendung immer wieder besprochen und das Umkehrsignal auf Woche auch bekommen. Das konnte man sehr, sehr schön auch traden. Und da sehen wir, das ist jetzt mal der Abwärtstrend der Woche. Wohlgesagt die Woche. Und wer hier als nebenberuflicher Händler tradet und sich den Tageschart anschaut, der sieht halt immer wieder hier, dass wir, oh, jetzt hier einen Trendbruch hatten. Ne? Also wenn man das mal sieht, das hier ist ja ein schöner Abwärtstrend auf Tagesbasis. Ne? Sehr, sehr schön zu erkennen. Für diejenigen, die es noch nicht so sauber erkennen, ich skizziere das mal ganz kurz in einer anderen Farbe.
Hier mache ich das Ganze mal eben kurz in Blau mit rein. Also hier haben wir die Situation. Es hat sich ein Abwärtstrend gebildet. Der läuft hier so. Ich skizziere das jetzt einfach nur mal ganz grob nach unten. Ja, also bitte nicht sagen, oh, der Seidel, der trifft hier gar nicht die entsprechenden Hochs oder Tiefs. Ich will es nur ganz grob miteinander markieren. Und hier sehen wir, da haben wir schön den Lauf nach unten. Wir haben hier schöne Korrekturen. Alles ganz normal, schön am Laufen. Das ist halt einfach der Bewegungsarm des Wochentrends. Und dann, huppala, was ist denn jetzt passiert? Hier, wir sind in die weite Gegenbewegung gelaufen und haben ja diesen Abwärtstrend nach unten rausgenommen. Und das ist ein Fakt, da kommen, das weiß ich aus eigener Erfahrung und auch aus den Coachings, die Leute immer wieder zum Überlegen, oh mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ja, jetzt ist der Abwärtstrend hier rausgenommen worden, wir haben aber immer noch keinen neuen Trend mit da. Und man kommt halt auch gar nicht auf die Idee, hier in diesem Bereich jetzt oben short zu gehen, obwohl das wirklich die schönsten Bereiche auch sind, wo wir als nebenberuflicher Trader mit relativ geringem Risiko reingehen können. Warum? Ganz klar, wer sich jetzt hier nur den Tageschart anschaut, der kommt nicht auf die Idee, hier oben short zu gehen, weil er das große Bild der Woche überhaupt nicht auf der Uhr hat. Diejenigen, die das allerdings so anstellen, dass sie in der Handelsvorbereitung auch mal schauen, Moment mal, wo sind wir denn jetzt reingelaufen? Ne? Und wenn wir da diesen Bereich mal etwas rüberziehen, da sehen wir, oh, das ist jetzt nicht per Zufall, dass der Markt hier oben einfach gedreht hat, sondern das ist natürlich auch zusätzlich noch ein Widerstandsbereich. Und da bekommen wir die Umkehr dort oben in eine ganz andere Bedeutung mit reingelegt, weil an dieser Stelle haben wir einen Widerstand auf Wochenbasis und, wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis angehen, ein Markt, der mehrfach abverkauft. Das heißt, wir sind hier oben reingelaufen. Hier kam der erste Schub nach unten. Und damals hatte ich gesagt, das ist also, ich klemme da mal ganz kurz einen Pfeil ran. Dieser Bereich hier, das hier, was wir hier gesehen haben, das war der Bereich, als wir das erste Umkehrsignal auf Wochenbasis bekommen haben. Heißt, ich habe das hier im Morning Briefing beleuchtet. Leute, wir haben hier eine Umkehrstab auf Wochenbasis. Ne? Das habe ich hier live im Webinar gezeigt. Das war diese Kerze hier an dieser Stelle. Ich zoome mal kurz etwas näher ran. Hier, dieser Punkt. Dieser Umkehrstab nach unten. Und ich habe damals gesagt, wenn dieser Umkehrstab bestätigt wird, also die Kurse hier unten drunter fallen, ist das der Signaltrigger, dass der Markt aus der Woche wieder anfängt, nach unten zu laufen. Ja, das war der erste Hinweis oder ein weiterer Hinweis, dass es nach unten gehen kann. Verortung im Widerstand, Schwäche, das Ganze hier zu laufen. So, wer sich dann die nächste Woche angeguckt hat, wird wahrscheinlich schon wieder gezweifelt haben. Aber gucken wir uns jetzt das Ganze mal auf Tagesbasis an. Schaut euch mal an, was hier passiert ist. Das war die Woche, die erste, die nach unten gelaufen ist. Das war der erste Trigger hier an dieser Stelle, nach unten hin. Dann hier schön nach oben gelaufen. Kein höheres Hoch gemacht, sondern ein tieferes Hoch. Das waren Achtungszeichen. Und dann hier, Achtung, auf Tagesbasis. Eine Umkehr, deutlicher Abprall. Und dann hat sich das Ganze nach unten durchgearbeitet und hier haben wir es gesehen, da hat sich dann der Abwärtstrend gebildet. Das war dann auch die Bestätigung des Wochensignals. Und das sind die Marker, wo ich sage, nebenberufliche Trader, bitte sucht euch einfach diese wichtigen Marker raus, diese großen Punkte, die ihr im großen Chartbild seht und dann könnt ihr das Ganze ganz entspannt nach unten traden. Ne? Dann habt ihr in aller Wahrscheinlichkeit auch keine gigantisch großen Positionen. Ne? Jemand, der im 5-Minuten-Chart tradet, muss ja größere Positionen fahren, damit sich das für den auch lohnt. Ihr könnt hier mit ganz normalen, kleineren Positionen arbeiten, euch ordentlich absichern und dann ein ganz, ganz großes Stück des Weges nach unten hin mitnehmen. Und in diesem Fall, wo wir es hier gehabt hätten, haben wir es ja gesehen, wenn hier der Abwärtstrend kaputt gegangen wäre, an dieser Stelle und hier über dieses Hoch gelaufen wäre, hätten wir einen Aufwärtstrend auf Tagesbasis bekommen und da hätten wir mit der Long-Position gar nicht mehr drin sein dürfen. Das heißt, man konnte sich hier sehr eng absichern, aber hatte sozusagen den großen Trend im Rücken und das Ganze schön nach unten mit am Laufen gehabt. Und das sind so die Marker, die ich jetzt hier sozusagen immer wieder auf der Uhr habe, auch für die nebenberuflichen Trader, wo ich sage, in Ruhe, nehmt euch den Druck aus dem Markt raus, auf eurem selbst, auch aus eurem Handel raus und schaut wirklich auf die großen Einheiten, wenn wir hier sowas auf Tagesbasis haben. Was ist denn jetzt die Verortung im großen Bild? Und haut euch genau an den Stellen in die Position fürs Trading rein, wo ihr im großen Bild seht, okay, hier haben wir einen Trend, hier haben wir einen weiten Rücklauf. Und dort kommt dann plötzlich das Umkehrsignal her. Ja? Wer sich das Ganze mal anschaut, guckt euch mal hier an. Hier hatten wir
in der Gegenbewegung eine Doji auf Wochenbasis. Zack! Und was ist dann passiert? Die Kerze ist bestätigt worden und der Markt kam deutlich nach unten. Und das ist doch sehr, sehr entspannt. Und das kann man wirklich mit ganz geringem Zeitaufwand für das nebenberufliche Trading immer wieder machen. Soweit hier zum Euro-US-Dollar und die Art und Weise, wie wir das Ganze hier in Ruhe, mit Besonnenheit und einem ordentlichen Plan traden können, dass wir auch ordentliches Geld im Handel aus den Märkten ziehen. Und damit bin ich jetzt für den heutigen Part soweit fertig. Das heißt, an dieser Stelle bleibt mir nichts anderes, als allen einen interessanten und erfolgreichen Trading-Tag am Freitag hier zu haben. Wir hören und sehen uns wieder nächste Woche, Montag, im Stream hier natürlich um 8.30 Uhr mit aktuellen Handelsideen. Und dann den Blog natürlich vorher, den stelle ich wahrscheinlich auch Sonntag direkt wieder ein. Einfach mal auf der Facebook-Seite von Tikme schauen, da stelle ich den Blog dann hoch und dann kann sich den jeder auch schon am Sonntag mit durchlesen. Das ist zumindest der Plan. Ansonsten sehen und hören wir uns an gleicher Stelle wieder, wenn wir am Montag in die Handelsdien hineinschauen. Also allen einen guten Start ins Wochenende, erfolgreiche Trades für den heutigen Freitag und bis Montag. Tschüss.